Commander Shepard. Ah, Bailey. Ich hörte von Ihrer Ankunft. Captain Bailey, schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Aber es ist jetzt Commander. Glückwunsch. Ah, danke. Ich muss mich jetzt mit Politikern herumärgern und Abgesandte eskortieren. Nichts für ungut. Schon okay. Sind Sie hier, um uns zum Rat zu bringen? Ich soll Ihnen sagen, dass der Rat Sie erwartet, aber mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Wegen des Krieges und so. Sie bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bla, bla, bla. Sie treffen Sie in Odinas Büro, wo Sie bald sein werden. Okay. Sie hätten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen und dort den aktuellen Stand zu erfragen. Aber wenn ich dafür eh vorher Zeit habe, ist das eine ganz gute Idee. Das mache ich vielleicht. Nur zu, ich gehe schon mal vor zu Odinas Büro. Einer meiner Männer führt Sie hin. Sie? Ich bin heute nur Tourist und versuche, keinen Ärger zu machen. Commander, wir haben ein Problem in den Botschaftsquartieren und könnten Ihre Hilfe brauchen. Ich komme sofort. Das gehört auch zum Job. Wir sehen uns dann, Shepard. Ciao, Bailey. Sicher. V drücken, um Odinas Aufenthaltsort auf der Karte anzuzeigen. Aha. Was haben wir hier? 1 ist Norman die Luftschleuse, 2 ist Passagierlounge, 3 ist Aussichtsdeck und 4 ist Sicherheitskontrollpunkt. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Aber wir speichern mal eben, weil ich eine kleine Aufnahmepause machen muss. So, da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 3. Ich weiß gar nicht, ob hier gerade der richtige Cut war für die nächste Folge. Hallo, Avina. Hallo, Commander Shepard. Willkommen auf der Citadel. Kenne ich Sie? Sie? Ich bin Avina, eine interaktive virtuelle Intelligenz. Sie sind eine VI? Ja, ich biete an bestimmten interessanten Orten der Citadel Ratschläge und Hinweise an. Dies ist Andockbucht D24. Beachten Sie, dass C-Sicherheit aufgrund aktueller Vorkommnisse jederzeit Routineüberprüfungen von Identität und Waffenschein vornehmen kann. Ja, das ist ja spannend. Danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich. So hat sich vorgestellt, ich kenne die doch schon. Aber ich wollte das Aussichtsdeck abchecken. Lass du mich rein? Mimi. Arsch. Da hinten ist, glaube ich, einfach nur. Die Typis hier kennen wir auch. So, nochmal die Luftschleuse müssen wir jetzt nicht unbedingt. Was stehen denn hier für Leute rum? Aber Sie sind auf der Normandy, richtig? Ich habe Sie andocken sehen. Und zuletzt war sie auf der Erde. Ist Commander Shepard entkommen? Ja, ich bin gekommen. Ich stehe hinter dir, du Idiot. Oh, Idiotin. Was geht hier vor? Commander, Sie habe ich gesucht. Diana Ellis, Allianz News Netzwerk. Wir könnten einander helfen. Ich komme nicht gerade gut mit Reportern zurecht. In Mass Effect 2 habe ich die Reporterin auf Smallgown. Und das macht sie beim galaktischen Publikum eher unbeliebt. Es lässt sich aber ändern. Ich bin Militärreporterin für die Show Battlespace. Wir werden auf fast allen Ratsplaneten gesehen. Meine Produzenten wollen, dass ich auf ein Menschenschiff gehe und ich will auf die Normen gehen. What? Warum sollte ich das wollen? Kriege können im Schneideraum gewonnen oder verloren werden. Und dieser Krieg muss gewonnen werden. Ich habe eine Sicherheitsfreigabe der Allianz und arbeite ohne Team. Sie bekommen ein Vetorecht gegen meine Berichte. Kommen Sie damit zurecht oder muss ich weitersuchen? Ich bekomme ein Vetorecht gegen Ihre Geschichten und gegen Ihre Berichte. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Probieren geht über Studieren, oder? Sagen Sie Ihren Produzenten, ich bin einverstanden. Mal sehen, wie es funktioniert. Melden Sie sich so schnell es geht auf dem Schiff. Noch Fragen? Wie viel Platz bekomme ich? Eine Kiste voll. Zu Befehl, Commander. Ja, hat sich die Sache ja schon geklärt. Kann ich mit noch jemandem reden oder steht hier nur dumm in der Schlange rum? Was ist denn das für eine Mucke? Das klang gerade so, als wäre ich im Kampf. So, jetzt muss ich mich hier mal überprüfen lassen wahrscheinlich. Wollt ihr irgendwas wissen? Offensichtlich nicht. Na gut, dann gehe ich mal weiter.
Hier darf ich wohl durch. Oh, die Aufzüge sind zurück. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ja, wir gehen mal eben zum Krankenhaus. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Hübsch. Ankunft beim Huerta Krankenhaus. Der Fahrstuhl ist ganz schön leise. Er sieht aus wie Mordin, aber das ist er nicht. Hier ist wieder Avina. Oh, hier können wir die Aussicht genießen. Mit diesem geilen Himmel. Ey! What the fuck? Das ist meine Doktorin. Shepard, da sind Sie ja. Dr. Jacquas, Sie hier? Ich arbeite in einem Labor der Allianzforschung im Shelter-Bezirk, direkt unter Admiral Hackett. Ich will sie zurückhaben, sofort. Sie seien von der Erde entkommen und hätten einen Schwerverletzten. Ich kam so schnell ich konnte. Es ging gegen ein synthetisches Wesen von Cerberus. Ashley hat's schwer erwischt. Wie geht es ihr? Sehr gut, angesichts der Umstände. Lieutenant Commander Williams' Belastbarkeit und Dr. Michels Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte auf dem Mars helfen können. Wie ist es Ihnen denn so gegangen? Mit der habe ich Mass Effect 2 schön eingekippt. Es ist 6 Monate her. Wir 6 Monate ist das her! Gut, ich hatte Glück. Deswegen sind meine ganzen Teammitglieder weg. Nach der Beschlagnahme der Normandy wusste die Allianz nichts mehr mit mir anzufangen. Ich gehörte nie offiziell zu Cerberus und war von meinem vorherigen Posten ordnungsgemäß freigestellt worden. Sie haben also nichts falsch gemacht, als Sie mir gegen die Kollektoren geholfen haben. Richtig. Aber hätte man Sie als Kriegsverbrecher verurteilt, wäre ich als Komplizin angeklagt worden. Ja, das wäre ärgerlich gewesen. Aber kommen wir zum Punkt. Sie gehören auf die Normandy. Punkt. Ihr Platz ist auf der Normandy, nicht in einem Labor. So sieht's aus. Ganz Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Ja, aber sowas von willkommen an Bord. Die Normandy wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Holen Sie Ihre Sachen. An Dockbucht D24. Jawohl, Commander. Und danke. Danken Sie mir nicht zu früh. Joker ist auch noch an Bord. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig. Die hat mir in Gesprächen im zweiten Teil erzählt, dass die total unglücklich ist, wenn die an ein und derselben Stelle immer arbeiten muss. Die kann nur vernünftig arbeiten, wenn die auf einem Schiff ist beispielsweise. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, einen Gefallen getan. Sirta-Vorräte benutzen. Ich kann die Sachen kaufen. Wie viel Geld habe ich denn? Ich habe 35.000. Warum sollte ich Blumen kaufen? Süßigkeiten. Werke von Rumi, einem Poeten der Erde aus dem 13. Jahrhundert, werden seit dem 20. Jahrhundert kontinuierlich immer wieder neu aufgelegt. Okay, das ist wahrscheinlich peinlich, dass ich den nicht kenne. Hier kann man Bücher kaufen. Muss ich mich nachher nochmal auf der Normandy umsehen, ob ich mir die irgendwo hinstellen kann. Das könnte die Schiffe aus dem zweiten Teil ersetzen, mehr oder weniger. Wer ist das denn? Achso. Wow. Jetzt werde ich hier halt doch mal hart gescannt, aber ich bin sauber, Leute. Bleibt geschmeidig. Bei denen gehe ich erstmal vorbeischauen. Ich kann mit niemandem reden. Ein Neurosplint ist immer noch die beste Methode. Mit euch auch nicht, das ist aber schade. Aber wir können hier von überall alles abchecken. Ist ja schön, wie friedlich hier alles ist. Noch. Wobei, der sieht nicht ganz so friedlich aus. Der sieht mehr so aus, als hätte der Schmerzen. Da ist er doch schon. Direkt richtige Zimmer gewählt. Es hat sie ziemlich erwischt, Williams. Ich war besorgt. Oh. Ich wollte nur mal nachsehen, wie es Ihnen so geht. Ich denke an Sie oder Sie schaffen das schon. Brr, 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 brr. Ich denke an Sie, Ashley. Es tut trotzdem gut, Sie wiederzusehen, Ash. Sehr gut. Cheesy. Ruhen Sie sich aus, okay? Wenn es Ihnen besser geht, reden wir über alles. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Okay, dann gehe ich mal wieder. Die ist wohl noch nicht so ganz bei Sinnen. Wir sehen uns bald. Wir sehen uns bald.
Hallöchen! Aber irgendwo muss ich hier doch noch irgendwas Tolles finden. Das kann es doch nicht gewesen sein. Es gibt immer noch Antibiotika. Ich habe schlechte Nachrichten. Ihr Trupp hat das Medigel zwar ordnungsgemäß verabreicht, aber die Wunde hatte sich bereits infiziert, als sie gefunden wurden. Das ist tragisch. Wir müssen ihr Bein unterhalb des Knies abnehmen. Alter Schwede, der Arme. Aber ich habe jetzt hier keine Zeit, mich die ganze Zeit mit solchen Geschichten zu befassen. Ich habe einen Rat davon zu überzeugen, dass... Naja, dass wir kämpfen müssen. Und zwar heftigst. Aber cool, dass die Doktorin jetzt wieder am Start ist. Gut, dass ich im Krankenhaus vorbeigesehen habe. Ja, ich würde gerne zum Rat. Citadel Embassies, Botschaft der Menschen. Oh, die kenne ich auch. Oh Gott, ich habe den Namen der Rasse gerade vergessen. Das ist peinlich. Aber die sagen mir hier alle nichts. Teilen Sie bitte dem Primat mit, dass das Wohlprotektorat das Allianzprojekt unterstützen möchte. Wir hatten einen proteanischen Obelisken, der sicher nützlich gewesen wäre. Leider ging er im Würgeschlund verloren. Ah, hier kriegt man Nebenmissionen. Dennoch sind wir entschlossen. Vielleicht sollte ich den doch ein bisschen länger zuhören. Reich, als auch der Allianz der Menschen zu helfen. Wir müssen in den Würgestund reisen und irgendwas bergen, was die verloren haben, die Idioten. Kann ich eigentlich irgendwas machen? Nee. Kenne ich jemanden von euch? Nee. Sind das die hier für Types mit den Kutten? Oder sind das, ist das das gleiche Volk wie Morden? Ja, ich glaube schon. Ich suche meinen Sohn. Oh, die sucht ihren Sohn. Darüber haben wir doch bereits gesprochen. Ich habe ihnen von seiner Mission erzählt und... Unsinn. Ich habe gerade die Formulare ausgefüllt. Er ist sehr verlässlich, wenn er im Einsatz ist und meldet sich jede Woche. Aber jetzt habe ich schon lange nichts von ihm gehört. Einen ganzen Monat? Egal. Jedenfalls möchte ich einen Antrag auf Dringlichkeitskontakt einreichen. Ja, natürlich, Ma'am. Aber in seiner Akte steht, dass für ihn gar kein Kontaktverbot ist. Ich glaube, die ist verwirrt. Oh, Sie haben bereits nachgesehen. Sehr freundlich, wirklich. Ich mache mir Sorgen. Es ist untypisch für ihn, dass er sich so lange nicht meldet. Sobald ich etwas erfahre, Ma'am. Ich informiere Sie, sobald ich etwas erfahre. Vielen Dank. Sie sind eine nette junge Frau. Ach, das ist einfach eine, die viel quatscht. Sie erinnern mich sehr an meine Schwiegertochter. Ach, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, das war das Ende der Story. Schön, dass Sie sich für sowas Zeit nehmen, die Entwickler. In Ungnade gefallenen Commander Shepard habe ich gerade im Hintergrund bei den Nachrichten gehört. Was ist das? Wir haben hier kein Komplott gegen die Menschen, Miss Al-Jilani. Der Rat gibt im Moment einfach keine Interviews. Seesicherheit und der Rat verweigern meinen Zuschauern den Zugang. Das hat Folgen. Ich habe auch keine Lust, zwischen Paparazzi und Politikern den Torwächter zu spielen, Lady. Ich bin nicht deren Babysitter und ich halte nicht ihr Händchen. Ich werde da draußen zelten, bis ich vorgelassen werde. Schön. Haben Sie einen Schlafsack dabei? Ich glaube, das ist die, die ich geschlagen habe. Oder auch nicht. Dann hätte sie die, glaube ich, anders gehört. Commander, die Menschheit hat Fragen. Das interessiert mich nicht. Scheiß Presse. Sie waren also den Frieden? Ja, ich fühle mich wie ein besserer Türsteher. Für die meisten wäre das ein Aufstieg. Eingepfercht mit all diesen Stockfischen? Ich wäre lieber wieder auf der Straße. Mehr Geld ist ja gut und schön, aber Politik liegt mir nun mal nicht. Und warum hast du den Job dann angenommen? Wenn das so ist, warum haben Sie dann angenommen? Man weist Ratsherr Udina nicht zurück. Sie vielleicht, aber ich muss hier leben. Ich weiß, Frechheit siegt, aber ich habe mich überhaupt nicht um eine Beförderung bemüht. Keine Ahnung, warum er mich wollte. Und Politiker sind mir sowieso suspekt. Ist es ein blödes Spiel oder bleiben Sie dran? Es ist ein blödes Spiel. Politiker sind das Unkraut der Galaxie. Als Aufkleber käme der Spruch sofort auf meinen Schreibtisch. Das mit der Erde ist furchtbar. Finde ich auch. Ich weiß. Das sind wir uns ja einig.